Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Ja, wir haben viel erreicht im letzten Part. Naja, okay, wir haben eine dumme Steinplatte zurückgebracht. Aber damit immerhin das, ja, das Vertrauen einer alten Dame gewonnen. Das heißt, wir können uns nun auf unsere Suche nach Ursaluna machen. Und Ursaluna ein bisschen beruhigen. Aber vorher nehme ich das noch mit. Oh, Zepingus, wo hast du dich denn hingestellt? War ein bisschen schwach. Aber machen wir mal das. Ja. Wow, er kann einfach immer noch nicht angreifen. Ah, guck mal, er kann angreifen. Guck mal, es war nicht effektiv. Guck mal, Rauchwolke. Das ist interessant. Warum wird er von der Rauchwolke? Er hat seinem Gegner irgendwie gerade Matsch ins Auge, weißt du? Und jetzt wird auf einmal so getan, als hätte er sich in eine Rauchwolke eingehüllt. Dabei hat er einfach nur seinen Gegner hier, ja, halt sabotiert, wenn man so will. Sehr schön. Aber egal, wir haben Glebunkel gefangen. Das ist die Hauptsache. Auch unser Arschkeks wird immer stärker. Und da hinten ist ein Nebulak. Und da... Krusty ist noch ein bisschen schwach, ne? Aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Ein Gift-Pokémon. Hey, hey! Also auch Gift. Oh, Level 24. Oh, okay, Krusty. Hey! Das war ein Versuch wert. Dann eben Uncle Dolan. Ruby, I have a question for you. Ruby, please. Wow, einfach gerecht. Sollen wir Krusty wiederbeleben? Ja, nö. Doch, mach mal. Hab ja noch Beleber. Und jede Menge Getränke habe ich auch noch. Komm, die wirken hier ja ziemlich gut. Ja. Sehr schön. Hörst du wohl auf, ey. Klibunkel, Klibunkel. Lass das. Oh, Georock. Holy shit. Auch nicht schlecht. Aber da haben wir definitiv... Du gehst mal auf den Sack gerade. Du gehst mal auf den Sack! Krusty, nächste Chance für dich. Oh yeah, sehr gut. Oh, oh weia! Oh, bitte mal damit auf. Die Glibunkels greifen mich jetzt hier einfach an und hindern mich an jeglichem Fortschritt. Hey, hey! Das kann ich nicht auf mir setzen lassen. Ah, Krustys großer Auftritt. Aber, oh, stimmt, da hat sich noch ein zweites Ei gemischt. Oh, fuck. Oh. Offensivkraft wurde erhöht, aber solange du dich deine Defensivkraft erhöhst, ist das alles egal. Ah, oh, sehr schön. Da hat Krusty ordentlich aufgeräumt. Und satte 728 Erfahrungspunkte gemacht. Sehr schön. Hat sich Krusty schon bezahlt gemacht. Ah, da hinten, hinten ist er am Rumrollen. Macht eine Barrel Roll. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Warte mal. Ich will jetzt nochmal meinen Superball ausrüsten. Der Federball ist eher für leichte Pokémon. Das ist easy. Ja, komm, du machst das. Irgendwann bist du bei mir. Er hat schon abgelassen von mir, okay?
Oh, dann ist ja schon, wieder Klebunkel. Nicht schon wieder. Ach nee. Hör mal auf. Also komme ich ja nie. Komme ich ja nie an Georock ran, ey. Pff, ja klar. Ja klar. Zielsuchmatsch. Georock. Georock. Ah, scheiße! Habe ich doch noch gesehen. Na schön. Dann zeige ich dir jetzt, was ein Kleinstein so alles machen kann, Georock. Oh, hier könnte es sich um Eisen handeln. Jetzt machen wir auch die Magnetprobe. Aber kein Problem, dann mache ich eben einfach das. Aber Vorsicht! Haha! Oh. Tschüss, Steiner. Tut mir leid. Einmal Nachthiebs sollte noch gehen, oder? Oder ist das zu viel? Nee, auf keinen Fall. Gut. Nicht effektiver Volltreffer. Du sagst es. Jetzt wäre mal richtig wütend, ne? Komm, einmal Superball, vielleicht reicht's. Ich will dieses Georock. Woher gebe ich da nicht auf? Ja! Sehr schön. Boah, Level 27. Aber natürlich werden wir an Peter Steiner festhalten. Oha. Und noch ein Pokémon, was wir noch nicht haben. Und hier verbirgt sich ja auch noch was. Gucken wir mal. Ein Geodude. Ja, passt ja. Zack. Moment. Du, mit dir habe ich jetzt hier nichts mehr am Hut, ne? Kusch, kusch. Verschwind. Dolan macht dir den Gar aus. Dabei wollte ich doch ein bisschen der Story folgen, aber jetzt ergibt sich das hier gerade so, dass wir neue Pokémon sehen. Ah, guck mal, das hier. Das hier ist vielleicht noch ein bisschen besser. Ich höre gerade. Ah, oh Gott! Du haust dich ab? Du siehst uns voll, ne? Oh. Oh. Oh, nicht die Superbälle. Ah, fuck. Ah, Hippopotas! Nicht zu verwechseln mit Harry Potters. Oh, Rauchknolle. Das dürfte der Alten gefallen. Also Yugao. Ah, guck mal, da haben wir mal wieder. Das ist zwar nicht Yugao, aber. Eine Verzerrung des Raumzeitgefüges bahnt sich an. Wir haben zwar überhaupt keine Chance da drin, aber das müssen wir uns auch noch angucken dann irgendwann. No ham, steamed hams. Sehr gegrüßt, bist du nicht der Junge vom Forschungstrupp, der den König des Waldes besänftigt hat? Würdest du uns bei der Errichtung der Ödnisbasis zur Hand gehen? Oh, da hinten ist die Verzerrung. Ikutaro, ein Lehrling vom Bautrupp, sucht derzeit Unterstützung von Leuten, die sich dies zutrauen. Ohne Ödnisbasis eigentlich. Das ist tatsächlich mal ganz wichtig. Dass wir hier die Basen irgendwie gebaut bekommen. Und da wir sowieso uns die Verzerrung mal angucken wollen, die dann irgendwann bald mal auftauchen müsste. Oh, was für ein Gestank. Da brauche ich mein stärkstes Team. Nicht unbedingt, aber egal. Ich belebe ihn trotzdem wieder. Ich mag halt mein. Ich kümmere mich halt um meinen Steiner.
Jeder sollte sich um seinen Steiner kümmern. Ja, alles klar bei dir, Ikutaro? Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an, sie haben einfach so auf den Boden gekackt, auf dem ich das Lager errichten wollte. Ein Skunkapu allein ist ja schon schlimm genug, aber gleich mehrere auf einmal? Ich bräuchte Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Ja, ich mache es kaputt. Wirklich? Du weißt aber schon, dass Skunkapu ordentlich stinken, oder? Das hält mich nicht auf. Wenn du drauf bestehst, deine Gegner sind 3 Pokémon, damit du es weißt. Und die stinken, sag ich dir. Schlimmeres gerochen. Ospas Schulke! Riechen Sie das auch? Eine Unverschämtheit! Wow. Gibt sicherlich bessere. Eine bessere Wahl für diesen Kampf, aber egal. Das ist. Das müssen wir da auch durch, ne? Ich meine, ach klar, könnte ich das Pokémon wechseln, aber wenn ich dann direkt von. Wenn die hier dreimal hier angreifen. Und das Pokémon, was ich einwechsle, direkt dreimal attackiert wird, das habe ich da auch nicht viel mit gewonnen. Also ziehen wir es jetzt durch mit ein paar Schulke. Oh, dann ist nämlich einer ist schon mal weg. Dann passt das. Gift Shock! Armer paar Schulke. Na schön, ich habe ihn ja nicht grundlos wiederbelebt. Ah, hier bin ich wieder. Keine gute Idee. Ah. Was fällt dir denn ein? Lebensschelle links. Lebensschelle rechts, mein Freund. Ah, okay. Vielleicht hätte ich da besser... Lebensschelle ist halt nicht besonders stark. Ich hätte da besser eine Kraftattacke mal einsetzen sollen. Wäre ich zumindest jetzt mal einen losgeworden. Aber egal. Das holen wir nach. Oh nein, Steiner! Das war ein kurzer Auftritt von dir. Na gut, da muss eben Krusty ran. Oh, warte mal. Da stimmt was nicht. Oh fuck, wirkungslos. Scheiße. Ist das so? Ja gut, siehst du mal. Ich kenne mich ja super mit den Wechselwirkungen aus. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher bei Skullcup. Nicht Donnerwelle. Machen wir erstmal Sternschauer. Komm, Arschkeks. Oh fuck. Und nochmal, komm, vielleicht reicht's. Es reicht nicht ganz. Ah, shit! Hör auf zu stinken! Na, also. Tja. Rügel von der Galaktik-Expedition ruled. Du bist ja wirklich stark und auch deine Pokémon sind so mutig. Du hast einen Kampf gegen die Skunkapu nicht einmal die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Bitte warte einen Augenblick. Wow, das mit 6 Hammerschlägen. Die Skunkapu haben ihren Gestank mitgenommen. Also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jederzeit nutzen. Wenn ich es nutze, ist es danach nicht mehr geruchsneutral. Aber das ist praktisch. Hier ein Lager zu haben, ist sehr praktisch. Oh, da taucht der Professor schon auf. Du hast es auch gerochen, ne? Mit der Ödnisbasis steht nun unser zweites Basislager hier im Roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skunkapu auch früher oder später zum Spielen vorbei. Ja, verscheuch doch den armen Ikutaro. So, dann ruhen wir uns auch mal direkt kurz aus. Sehr schön.
Zack! Eine Pirsebeere. Ah, stimmt, das habe ich nicht vergessen. Aber kommen wir da hin? Oder... Ich weiß gar nicht, ob da noch eine Brücke ist. Fällt mir ein, ich muss bei den Wegweiser wieder bei der Hauptquest setzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da rüberkommen. Ob es da eine Brücke gibt. Ja, dann können wir uns nämlich die Verzerrung zu, wahrscheinlich doch nicht angucken. Oh. Oh, guck mal. Das ist ganz praktisch, dass wir mal diesen Gegner hier haben. Zum einen lässt die Batterieleistung nach. Zum anderen habe ich Federbälle. Ja, das könnte eventuell klappen. Oh, das ist sehr bedauerlich. Aber notwendig. Jetzt wollte ich einmal die Wirkung der Federbälle zeigen. Die haben so eine schöne, gerade Wurflinie. Oh, 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 was war da, das war da? Und sind halt, glaube ich, generell ganz gut gegen fliegende Gegner. Oh, Paschulke, was ist denn mit dir los? Notfalls müssen wir Janma töten. Janma. Mama, Superball. Er hatte Level 28, ne? Der ist schon ziemlich stark. Stärker als jeder, den wir im Team haben. Ja, aber da haben wir einen Janma. Sehr gut. Einsatz von Glut gesehen. Oh, guck mal, Geisterlicht. Das Problem ist nur, irgendwann will ich sie ja mal alle sammeln. Und dann habe ich manche schon gesammelt und stelle fest, oh, da war ich ja schon. Das wird dann ein bisschen nervig. Eigentlich müsste ich mir das alle auf einmal aufsparen, oder? Und sie alle auf einmal suchen und nicht so kleckerchenweise, weil dann weiß ich nämlich nie, welche habe ich schon gehabt. Und nicht, dass ich irgendwie mit Karte oder Komplettlösung arbeiten würde, um sie zu suchen. Nein! Ja, Skunkapu, müssten wir eigentlich auch welche fangen? Die jetzt zu ignorieren, das wird einigen wieder nicht gefallen. Aber ich will mal ganz kurz gucken, ob es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, hier zu dem Raumzeitgedöns hier zu kommen. Einfach, um euch das mal zu zeigen. Vielleicht über die Berge. Ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Wo sind wir denn gelandet? Irgendwo, wo wir überhaupt gar nicht landen sollten, ne? Ja, Rügel! Scheiße. Ja, auch das geht noch nicht. Ich komme noch nicht über die Berge drüber. Egal, ich gebe noch nicht auf, ich gebe noch nicht auf. Noch nicht. Noch ist die Messe hier nicht gelesen. So viele Steine, die ich jetzt hier ignoriere, aber ist mir egal. So, wenn du fliehst, dich haben wir auch schon. Bug Bumble, dich haben wir auch schon. Oh, nix! Warte mal, Onyx darf ich jetzt doch nicht ignorieren. Eine Verzerrung ist aufgetaucht. Na toll, jetzt ist die Verzerrung da. Und ich komme nicht. Also mit dir los, Onyx. Oh, scharfe Steine bohren sich in Ankeldolen.
komm, wir blubbern ihn nochmal an. Das wird ihn nicht direkt töten, oder? Gott, Onyx! Fuck! Ich vergesse immer wieder. Sie haben einfach keine Abwehr. Was Spezialattacken angeht. Aber hier gibt es ja jetzt... In dem Sinne keine... Ja. Egal. Komm. Beziehungsweise doch, es gibt eine Spezialabwehr. Aber du kannst trotzdem nur die Abwehr als Gesamtes verringern. So, und hier ist jetzt die Verzerrung. Wir sind tatsächlich hingekommen. Über Umwege, aber wir sind hingekommen. Na, also. Indigo-Stück. Oh, fuck, meine Tasche ist voll. Ah, was werfe ich denn weg? Die Weed-Knolle? Den Volltrefferling? Komm, Vitalknospe habe ich. Das darf ich nicht weg. Mit dem Mutterreis brauchen wir doch. Rundblatt. Das sind halt alles so Sachen, die wir bisher noch nicht so hatten. Deswegen tue ich mich schwer, das jetzt wegzuschmeißen. Oh, Relaxo. Aber das Problem ist, die sind halt echt alle noch viel zu stark, ne? Also, ich kann das ja trotzdem einfach mal zeigen. Ach du Kacke. Ah! Trifft Zeppeli! Und Anhang. So. Warte mal, ich kann jetzt hier nicht nur Plados rumrennen und alles ignorieren. Hier haben wir noch was. Ein Grünstück. Oh, oh, Scaraborn könnte man mal zeigen. Aber das Problem ist, sie tauchen halt immer zu dritt auf. Ne? Jetzt kann ich hier... Das ist nicht Scaraborn. Schlappohr! Bitte nicht sofort töten, ihr drei. Okay, Donnerwetter, das ist schon mal gut. Dann sehen wir zumindest, wie stark sie sind. Aber das geht sogar. Nur Luxtra fällt ein bisschen da raus, aber... Kommt's hier, Pingis! Töte Scaraborn! Perfekt. Ah! Scaraborn kann Aero-Ass? Na gut, dann ist es halt so. Nur umgucken. Nichts machen. Nichts machen. Nichts machen, bitte. Ich will nur Scaraborn fangen. Wenigstens Scaraborn. So. Das wäre schon ziemlich cool, Scaraborn zu fangen. Ja! Sehr schön. Das hat keine Wirkung auf Arschkeks. Hey, du Schlappohr. Was ist dir los? Ja, das ist was für Steiner. Schau dich nur um. Ja, sehr schön. Mal schauen, was Luxra noch hat. Ah, Knirscher. Irgendwas Fieses musste ja noch kommen. Oh, jetzt ist mein Steiner besiegt. Das war mein Lastresort. Da hilft nur eins. Thundershock! Vielleicht paralysieren wir es wenigstens. Wobei, da hätte ich die Donnerwelle auch direkt einsetzen können. Wenn es mir ums Paralysieren geht. Ah, perfekt! Luxra sieht sich nur um. Der will hier keinen Fellow-Elektro-Pokémon-Kumpel töten. Das ist langsam schlecht hier. Ich kann ja jetzt nicht mein ganzes Team hier töten lassen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Goody. Sniff, sniff.
please. Krusty! Wir treten die Flucht an. Das ist mir zu heikel. Wir haben zumindest Scaraborn gefangen. Porygon! Oh, Alter, ist das cool. Warte mal. Wir haben nur einen Beleber. Oh. Wir nehmen mal Zirpingis. Weil das ist natürlich jetzt schon ziemlich gut. Das ist natürlich jetzt großartig. Was ist mit dir los? Piep, piep, bitte, piep. So. Ah, sehr gut. Das überstehen wir. Und wir können den Superball einsetzen. Aber reicht ein Superball, um ein Porygon zu fangen? Na komm. Komm. Porygon. Ja. Wer erinnert sich nicht an dieses eine Pokémon? Dieses legendäre aus der Electric Soldier Porygon Folge. Die legendärste japanische Anime-Folge. Die legendärste japanische Folge der Pokémon-Serie. Oh Mann. Ja, Grünstück, Indigo-Stück. Ist gar nicht mal so spannend. Finden wir aber irgendwie Sternenstaub oder sowas noch? Grünstück, Grünstück, Purpurstück. Du Stück. Noch ein Porygon. Ah, das finde ich natürlich jetzt schon. Das finde ich jetzt richtig großartig, dass wir Porygon haben. Porygon und Scaraborn. Also da bin ich ja mit dieser Verzerrung echt zufrieden. Relaxo wäre doch ganz cool gewesen, aber das war jetzt wirklich. Sternstück. Okay, das sind nämlich die Sachen, nachdem ich auf der Suche bin. Komm, wir nehmen mal den Leistungssand. Arschkeks. Verbessern wir mal deinen Angriff. So, und dann können wir nicht das Sternstück noch mitnehmen, weil das kannst du für teuer Geld verkaufen. Nicht, dass du hier auf Geld angewiesen bist, aber... Ja, doch, schon so ein bisschen. Trifft Sibeli. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht, aber... Das sind ja fast alle besiegt, ne? Ich glaube, ich lasse es mal mit der Pokémon-Jagd. Trifft Zepeli werden wir noch öfter treffen. Das ist jetzt so nicht so wahnsinnig besonders. Boah, guck mal, alles voller Porygons hier. Was haben wir hier? Funkelhonig? Brauchen wir nicht, haben wir? Ich glaube, wir haben 4 Funkelhonig. Am Ende kommt der Nebenmission. Du brauchst 5 Funkelhonig. Gib mir 5 Funkelhonig und dann beiß ich mir den Arsch. Aber sofern das möglich ist. Als ob ich gelenkig genug wäre, um mir in den Arsch zu beißen. Wir könnten natürlich auch mal Erfahrungspunkte geben. Hier, Steiner. Hier, zack, schon kann er sich entwickeln. Schon ist er wieder fit. Hat eine Attacke gemeistert. Krusty, du darfst auch. Hat sich doch alles gelohnt hier. Hier, Paschulke. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, meine Pokémon wieder zu heilen, ne? Schon haben wir wieder Platz im Inventar und können auch wieder unseren Sternstab verkaufen. Und wenn ich daran denke, meine Pokémon zu heilen, dann können wir sogar doch mal auf Drift Zepeli noch gehen, bevor die Verzerrung verschwindet. Und schon sieht die Sache wieder ganz gut aus. Oh,
gegen zwei ist natürlich... Ich habe mich zu weit vom Kampf entfernt. Das ist praktisch. Will vielleicht nach Möglichkeit nur eins herausfordern. Ja, ja, habe ich verstanden. Oh. Ja, okay, dazu. Keine Bürde! Wuhuhuhu! Das war... nicht so schön. Mal gucken, dass ich eins loswerde. Ah. Gut. Ja, wie schön. Wie, 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 wie. Meine Bürde. Nein. So viel dazu. Zwei Pokémon von mir besiegt. Das alles nur, weil sie hier Doppelteam machen. Das ist ja heiß. Oh oh. Ne, ich probier's mal mit Superball. Komm. Alles oder nichts. Wow! Habt ihr gerade diese schöne Umrandung von Rügel gesehen? Ha! Sehr schön, ich hab Drifts. Drifts im Heli. Perfekt. Dann entfernen wir uns mal vom Kampf. Aber man muss ja nicht übertreiben, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Oh, sieht das nicht schön aus hier? Feinstes 8-Bit. Oh Gott. Oh, ja, 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 klar. Ja, nee, 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 nee. Keine Luxtra-Gang hier. Und da verschwindet die Verzerrung. Alles ist wieder normal. Angela Merkel ist auch wieder da. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich erstmal für den Moment. Ja, wir sind jetzt nicht dorthin gegangen. Aber das macht nichts. Wir haben ja jetzt ein zweites Basislager. Da können wir hin. Und dann beim nächsten Mal kümmern wir uns wieder um die Story. Ein etwas längerer Part. Normalerweise ist es diese Art Part, die ich normalerweise mir vorstellen kann, mit Gastkommentatoren zu machen. Aber ja, hat sich jetzt halt einfach gerade mal so ergeben. Im nächsten Part folgen wir wieder der Story. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht bei Pokémon-Legenden Arceus.